Ein paar Mal war er schon zu Gast und ich kann mich an so Zeiten erinnern, das war wirklich lange schon her, da musste man mir noch so großartig irgendwie erzählen, wer jetzt zu Gast kommt, aber mittlerweile kann man sagen, my next guest needs no introduction. Hier ist Teddy Teclebrand. Yeah. Naja, man darf nicht überall gegenhauen. Setz dich gerne. Ja, danke. Wow. Guck mal. Einen derart freiwilligen Applaus habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich war lange nicht mehr hier. Ja, da offenbar. Ja, aber die Leute haben dich ja vermutlich in der Zwischenzeit auch woanders gesehen. Mhm. Und bei dir ist es ein Effekt. Ich kenne viele Kollegen, die sind auf der einen Seite des Tisches sehr beliebt, zum Beispiel beim Publikum, aber bei den anderen Leuten von hinter der Kamera nicht das Kaffee drin. Ehrlich jetzt? Ja, willst du? Sind beide für dich? Nee, das ist für dich. Das, guck mal, aber das sind für mich. Beide trotzdem? Oder für das Jakob, ist, du hast eigentlich, nein, das ist, auch eine. Das ist Kaffee und das ist Wasser. So. Sind zwei, den Kaffee wirst du nicht mögen, Teddy. Ehrlich, warum? Was ist mit dem? Der schmeckt scheiße. Ja. Ja, warum? Von hier. Warum trinkst du schlechten Kaffee? Weil wir keinen besseren haben. Und Klaas, ist es auch egal, wenn er ehrlich ist. Mir, nein, ist es egal. Ja. Ja. Ich bin nicht so. Du hast mal als Kaffeemann auch gearbeitet. Wie heißt das denn nochmal? Barista. Erst mal ja. Verdauen. Das, ja. Du trinkst einfach nur Kaffee, um wach zu sein. Nee, ich trinke Kaffee, weil ich es irgendwie interessanter finde als viele andere. Also so interessant sozusagen. Ich mag auch sehr gerne so Eulen, so Baustellen-Filterkaffee. Aber magst du den oder trinkst du den einfach so? Nee, ich mag den auch, aber wenn es jetzt richtig schlecht schmeckt, also richtig eingeknickt, muss ich sagen, bin ich vor Senseo. Da habe ich gesagt, das schmeckt zu scheiße. Ja? Aber alles über Senseo kann ich trinken. Klar. Aber du bist insofern ein Experte, als dass du das ja damals nach dem Schauspielstudium oder währenddessen hast du das auch ein bisschen beruflich gemacht. Ne? Nee, ich hab Kaffee, aber ich bin kein Experte, ich liebe nur Kaffee. Ja. Und es ist so, ich beobachte schon alle, die da den Kaffee zubereiten morgens, wenn ich irgendwo hingehe, wie die den Kaffee machen. Und wenn ich merke, dass die nicht richtig tampen, oder, dann gehe ich langsam. Flippst du dann aus? Ich werde sauer. Ja. Weißt du, auch morgens, ich werde stinksauer. Ja. Sag ich, werde nie wieder herkommen, bin ja stinksauer, bevor ich den probiert habe. Aber gibt es irgendetwas, mal ernsthaft, gibt es irgendetwas, wo es dir selber peinlich ist, dass du eine Wut entwickelst, die du nicht zurückhalten kannst? Weil das kann man sich bei dir nicht so gut vorstellen. Ich kenne andere Kollegen, da ist es praktisch überraschend, dass sie mal nett sind. Oh, wow. Wow, krass, was ist mit denen los? Basic auch nicht, wa? Kennst du? Nein, aber kleiner Scherz. Ich weiß nicht, wen du meinst. Aber nee, weißt du, wann ich, also wo ich mich manchmal selber schäme, wenn ich viel auf Tour bin, ja, dann merke ich, dass ich so zickig werde. Weil ich dann so übermüdet bin und dann ist es so, ich habe so, mein Rider ist nicht besonders. Ich habe so meine. Rider, nee, ist was ist bei dir? Der Rider ist halt so, um das kurz zu erzählen, das ist praktisch so ein Anforderungszettel, den man vorher rumschickt, das hätte er gerne. Genau. Sozusagen, und so wie bei euch, da sind Cashewnüsse und Wasser und leider kein Kaffee. Naja, hier, den hier. Kannst du haben, aber den spuckst du aus. Nee, und ich merke, wenn ich dann so übermüdet bin, dann will ich nur dann, freue ich mich auf die Bananen und auf die Cashews. Wenn die dann nicht da sind. Ja. Ey, ich will nichts Besonderes. Ich will nur Bananen und Cashews. Wieso sind die nicht da? Warum sind die gerade nicht da? Ja. Dann, so, und dann schäme ich mich selber ein bisschen. Aber das ist, aber natürlich kann ich auch sauer werden. Ja, gut, aber es gibt, kommt ja manchmal darauf an, was für Gründe das dann sind. Aber du bist, und das habe ich gerade so ein bisschen angefangen, du bist einer derjenigen, und ich glaube, das ist am Ende auch ein durchschlagendes Erfolgsrezept. Du bist nicht nur beliebt bei den Menschen, die dich nicht kennen und im Fernsehen sehen oder auf der Bühne, sondern eben auch auf der anderen Seite. Weil ich habe dich noch nie unfreundlich erlebt. Du bist so, also bei manchen Gästen weiß ich nicht, sagen sie Jakob hallo, bei dir bin ich mir sicher. Das freut mich, aber ihr seid ja auch alle super nett. Man ist ja immer der Spiegel auch von Ja, und vor allem, wenn man wahrscheinlich auch eine Sendung macht, du hast jetzt eine neue Sendung bei Prime, und die Sendung lebt eigentlich davon, dass da insgesamt eine gute Stimmung ist. Ich glaube, wenn man da so hinten irgendwie Stunk macht oder so, dann funktioniert sowas nicht, weil es ist so sehr atmosphärisch. Wir können ja einmal reinschauen, es gibt schon ein paar Folgen, gibt es, wir haben einen kleinen Einspieler, ich könnte jetzt den Kontext probieren zu erklären, aber es gibt keinen.
So richtig, habe ich den Eindruck. Interessant, dass du das so wahrnimmst. Ja. So viel Arbeit reingesteckt, gut. Er ist aus der kommenden Folge, man versteht, worum es geht, aber es ist auch eine Miniatur sozusagen, eine, oder? Ich bin gespannt, ich bin also erstmal gespannt, welche Folge du zeigst. Wir können mal einen kleinen Ausschnitt sehen aus der Teddy Teclebrand Show, die es jetzt gerade gibt bei Prime. Ich habe hier noch ein bisschen Text. Ja. Ich kann dir das einmal vorspielen, okay. So wie ich mir das vorstelle. Und tust so, wie als würdest du was suchen. Ja. Aber eigentlich willst du irgendjemanden verpetzen wieder. Okay. Wo ist eigentlich Joshua? Weil gestern Mittag um 3 war der nicht da. Heute aber ist er da. Ist es nicht komisch in der Gruppe für euch, dass Joshua gestern da war und heute nicht? Ich werde mir das merken. Also die Texte sind mit Verlaub beschissen. Wer hat die gemacht? Oh, ey, Liebe. Liebe Grüße an alle, die da mitgemacht haben. Heiner Lauterbach, Iris Berben, Caroline Herfurth, Emilia Schüle, Albrecht Schuff und noch ganz viele mehr. Und die haben alle mitgemacht, halt, ja. Weil da gab es nichts Geskriptetes. Ja. Die haben sich alle drauf eingelassen. Ja, und war Heiner Lauterbach sehr verwirrt an dem Tag? Nee. Er hat mir vertraut. Und ich glaube, die wussten alle, die kannten meine Sachen, glaube ich, so. Ja. Wenn nur aus der Ferne vielleicht, aber... aber sie haben mir vertraut. Na, ey, ich war geflasht von dem, was sie da abgeliefert haben. Wir haben, ich habe mir die aktuelle Folge angeschaut, jetzt, weiß nicht, ob sie schon gibt oder ob die jetzt kommt. Die gibt es schon. Die gibt es schon, okay. Also die 5. Folge ist es, glaube ich. Und da geht es um das Thema Heimat. Mhm. Und die unterscheidet sich sehr von den ersten Folgen. Mhm. Erzähl mal selber, warum ist die jetzt anders oder warum sollte die anders werden? Oder worum geht's? Na, also, die komplette Staffel ist so auch mit dem Stotzenhof. Das ist so mein Jugendhaus aus der Jugend. Und da waren halt super viele Kids aus sozial schwachen Familien und haben uns da gefunden. Und es war eigentlich eine Baracke, es war so ein runtergekommenes Ding. Und da waren eine Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge, die uns immer die Tür aufgemacht haben. Die haben alles mit uns gemacht. Anträge, Bewerbungen. Und wir konnten da alle unsere Probleme irgendwie besprechen. Und dieses Stotzenhof ist total besonders und ich habe das Studio danach benannt, weil da so viel passiert ist. Wir haben da Musik gemacht manchmal, wir haben gequatscht, wir haben rumgealbert, wir haben Geschichten erzählt. Und als wir die 2. Folge gemacht haben, die war total lustig mit den Figuren und all das. Und dann habe ich zu Lars, liebe Grüße an Lars von Amazon, der einen Schock bekommen hat, als ich ihm gesagt habe, jetzt machen wir es komplett anders. Wir machen diese Folge, die Heimatfolge, machen wir so wenig Gags wie möglich, einfach nur Tiefe. Probieren, dem eine Tiefe zu geben, gerade in den Zeiten, jetzt. Weil Heimat so ein Gefühl ist, das uns verbindet. Egal, woher wir kommen, wir suchen alle nach Heimat. Und so ist die Show entstanden. Ja, das merkt man. Also es ist nicht so, dass es nicht lustig ist. Es gibt auch immer mal wieder Momente. Und vor allen Dingen, man weiß nie, was als nächstes kommt. Und das ist, also ich kann es euch nur sehr empfehlen. Schaut euch gerne jede Folge an, aber noch mal vielleicht ein besonderes Augenmerk auf diese Ausgabe. Denn da sieht man was man von dir, zieht sich ein bisschen durch die ganze Show, aber das ist etwas, was man von dir so noch nicht gesehen hat, so wie du da bist. Ja, ich glaube, da ist auch so ein Bedürfnis, die ersten Jahre, auch als ich hier bei euch zu Gast war, war es ja so, dass irgendwie bin ich hier als Figur rumgesprungen habe und ihr bietet einem ja auch so die Fläche, bin ausgerastet, habe keine Ahnung was gemacht. Und jetzt habe ich aber das Bedürfnis, was von mir zu teilen, das ist gerade so das Ding. Es gibt auch Musik, die eben nicht von Antoine oder von sonst wem, den du dir da... von irgendeiner Figur, ne? Vorgenommen hast, sondern es gibt Musik von dir selber. Ja. Und auch da haben wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Song und den können wir uns hier mal anhören. Ja.
Die Stimmung, die zieht sich da irgendwie so durch, habe ich so den Eindruck. Das ist die Sendung. Ich habe zwar lange nicht mehr so aufgeregt vor einem Release, weil das erste Mal ist, dass ich habe da so eine Sprache für mich gefunden. Ne? So, ja. Das ist so, wie ich den Song geschrieben habe, ist so, wie ich mit meiner Familie auf der Welt spreche am Telefon. Englisch Tigrinya, immer so die Mischung. Und so habe ich den Song geschrieben. Und Nuko heißt eben Nuko. Heißt morgens, bis morgen früh, ne? Xab Nuko. Ja. Und es ist so aus unterschiedlichen Momenten. Ich habe mit meinem Onkel gesprochen, der irgendwie Sehnsüchte hat nach Hause, in die Heimat und so. Und wieder das Thema Heimat. Und dann habe ich mit Lido Scrimali, liebe Grüße an Lido, ein unfassbarer Musiker, mit ihm zusammen den Song geschrieben. Und was ich mir manchmal witzig vorstelle, ich als jemand, der lange im Fernsehen arbeitet, ich kenne die Situation, dass man vielleicht eine Sendung, bevor es sie gibt, erstmal jemandem erklären muss, der das jetzt nicht zwangsläufig sofort rafft und der dann aber super viel das erstmal bezahlen soll. Ne? Das heißt, man geht dahin und sagt so, die Sendung will ich gerne machen. Und da gab es auch bei uns schon einige Sachen, als wir damals das Duell um die Welt erklärt haben, so, da haben die auch gesagt, aha, und das soll eine Fernsehsendung werden. Bei deiner Sendung finde ich das den absoluten Supertrick. Wie verkaufst du diese Sendung? Wie soll man das denn erklären, was du da machst? Du gehst da raus, machst was auch immer dir gerade einfällt und dann ist es irgendwann vorbei. Oder wie? Ja, ich glaube, die sind verrückt, die sich da drauf eingelassen haben. Nee, Prime Video hat mir vertraut. Ja. Du hast ja mal LOL gemacht und LOL ist ja auch so die Spielfläche. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, währenddessen habe ich auch gedacht so, krass, dass das gerade passiert. Ja. Dass ich gerade mit Iris Berben hier sitze und wir improvisieren irgendwas. Das ist schon abgefahren. Und irgendwie, aber Props an Prime. So, die haben mir vertraut. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.